Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Die Spannung steigt. Morgen entscheidet sich die politische Zukunft unseres Landes. Und vor allem steigt die Nervosität bei den bisher tonangebenden Politikern, weshalb diese heute zum Wahlkampfabschluss auch noch mal alles gegeben haben, um die vielen Unentschlossenen für sich zu gewinnen. Larissa Keller. Und damit schalten wir zu Hans-Peter Hagemes. Er steht hier in Berlin im Reichstag. Hans-Peter, der Wahlkampf hat ja auf die letzten Meter an Fahrt aufgenommen. Wer konnte denn jetzt noch mal so richtig punkten? Hans-Peter, für deine Informationen. Ja, Stichwort AfD. Ihr Abschneiden wird eben morgen mit besonderer Spannung erwartet. Und sollte sie tatsächlich drittstärkste Kraft werden, hat der Wahlkampf offenbar gefruchtet, wenngleich dieser mit unlauteren Mitteln geführt worden zu sein scheint. Sebastian Planthold. Und wieder erschüttert ein Erdbeben Mexiko. Das Epizentrum lag. Eigentlich war sie längst schrottreif, doch nun ist die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine Landshut zurück. Das Symbol für den sogenannten deutschen Herbst. Die zerlegte Boeing ist in Friedrichshafen am Bodensee eingetroffen und dort wird sie nun aufwendig renoviert und dann ausgestellt. Mick Locher. Auf dem Oktoberfest in München ist Halbzeit und somit Zeit für eine Zwischenbilanz. Und Wiesnchef Schmidt zeigt sich durchaus zufrieden mit der ersten Woche. Blieben letztes Jahr noch viele Gäste aufgrund des schlechten Wetters und aus Terrorangst fern, ist das Fest diesmal deutlich besser besucht und die Stimmung super. Dirk Schommerz. Und das war's von uns für heute. Jetzt geht's weiter mit The Big Bang Theory. Viel Spaß und einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.